Hallo liebe Freunde, also ich möchte da was sagen. Viele Leute haben mir da jetzt Aussagen gemacht über WhatsApp oder auch bei YouTube geschrieben, Freunde. Und haben gesagt, die können ihre Bewohner nicht vertrauen und so weiter und haben über den Herzogen und sowas. Sowas wird mit meinem Kanal gar nicht duldet. Ich und der Rebbewohner sind Freunde. Und ich traue dem Rebbewohner zu 100%. Ich bin mir sicher, dass der hinter meinem Rücken gar nichts Schlechtes über mich sieht. Und wir sind gute Wing Chun Pros. Wir haben zwar auch unsere Streitigkeiten gehabt, wo wir beide Fehler gemacht haben. Miki, lass das jetzt. Komm zu mir. Ja, und sowas passiert mal. Möglich, schade. Sowas passiert mal. Und man lernt ja aus Fehlern. Und wie schon gesagt, wenn man dann aus einer Phase draußen ist und sich wieder versteht, ist die Freundschaft am kostbarsten. Ja? Und ist von mir ein guter Freund und über den lasse ich nichts kommen. Ich stehe zum Rebbewohn, zu 100%ig. Ja? Also auch zu seinen Freunden. Ja, zu Rebbe One Gang stand zu 100%ig und da könnt ihr kommen, wie ihr wollt. Ich und Rebbe One sind eine Einheit, ja, und er ist ein guter Mensch, ja, Armin ist ein guter Mensch, ja, meine Auszeit ist ein guter Mensch und die sind Ehrenmitglied bei Kung Fu Fitness Lifestyle Family, ja. Und wir halten zusammen wie Pech und Schwefel. Und das Wochenende ist die Hall of Fame Wochenende, da war ja auch noch ein paar Ehre in der Hall of Fame. Ja, und wie sich gehört zu feste Anhänger. Ja. Und ich denke mal, ich habe jetzt alles zu dem Thema gesagt. Zeit sehen. Goodbye, adios.